So ein warmes Feuer im Zelt ist einfach genial. Und mit dem Zeltofen kann man das Ganze auch sehr gut beherrschen, ohne dass das ganze Zelt voll geräuchert wird. Das ist der Zeltofen im zerlegten Zustand. Als Brennholz eignet sich was Handliches, am besten so 4, 5, 6, 7, 8 cm dicke Hölzer, die man mal aufspaltet, damit sie besser anbrennen. Nadelholz brennt ganz gut, gibt allerdings ziemlich viel Funk und Flug. So die normale Größe. Das gibt dann schöne kleine Wire-Sticks. Die reicht völlig zum Ofen anheizen. Ein bisschen dicker wie ein Bleistift. Oder doppelt so dick wie ein Bleistift. Das ist perfekt. So, nun wollen wir mal ein Feuer anmachen. Dafür nehmen wir erstmal so ganz dünne und trockene Holzstücke. Stellen die so aufrecht in den Ofen. Und außenrum können wir dann ein paar dicke stellen. Oder soll hier, wo noch so ein Stückchen absteht, die sind natürlich optimal. So, wie ihr seht, ist es auch ein ganz neuer Ofen, den habe ich vor einer Stunde erst gebaut. Dann am besten den Meierstick in den Ofen schon mal reinhalten. Der ist unser Windschutz. Und vorsichtig reinstellen, dass er nicht ausgeht. So ein Meierstick, der raucht ziemlich. Das ist ein Holz, was ziemlich viel Harz enthält und dadurch ohne großes Zutun brennt. Optimal in unserem Fall ist einfach die Länge von dem Ganzen. So, jetzt brennt das Ganze und damit es dann auch gut zieht, kommt jetzt der gute Campingtoaster zum Einsatz. Innerhalb kürzester Zeit brennt ein schönes Feuer. Und der Kamin, 2 Meter lang,
raucht gemütlich vor sich hin. So, jetzt klick bitte unten auf den Link, damit auch du bald deinen Zeltofen bekommst.